Kapitel 3. Edelfrey hatte mit einer ganzen Palette von Gefühlen gerechnet, die ihn erfüllen würden, wenn er endlich Land vor sich sah. Eins, das er nicht erwartet hatte, war Bedauern. 25 Jahre Arbeit hatten zu diesem Tag geführt, dem größten Moment in der Geschichte der Menschheit auf Kesh. Endlich hatte Edel, Hoher des Stammes und Kapitän der Sith-Expedition, es vollbracht. Er hatte die neue Welt entdeckt, auch wenn nur wenige zugegen waren, um daran teilzuhaben. Jemand sollte dies hier aufzeichnen, dachte der Captain. Zu schade, dass wir keinen Schreiber mitgenommen haben. Edel umklammerte das Geländer am Bug der Gondel und blickte aus den zu Schlitzen verengten Augen durch die Nacht nach Osten. Die Teleskope, die seine Keshiri auf den Konstruktionshöfen gebaut hatten, waren bislang von wenig Nutzen gewesen. Eigentlich hatte er erwartet, auf dem neuen Kontinent mehr Lichter zu sehen, so wie die Kameras der Omen sie beim selbstmörderischen Sturzflug des Schiffs auf Keshs Oberfläche aufgenommen hatten. Bislang hatten sie jedoch nichts anderes ausgemacht als tiefschwarze Gebilde, die sich aus dem Meer erhoben wie Rippen, die aus einem verschrumpelten Leichnam ragten. »Geschwindigkeit anpassen!« rief er seiner Mannschaft an Achtern zu. »Wir sind noch mehrere Kilometer entfernt. Wir wissen nicht, wie es sich mit den Winden direkt an der Küste verhält.« »Ja, Captain!« Edels Bedauern schwand. »Captain«, derselbe Titel, den Yaro Korsin trug, als er nach Kesh kam. Seit 2000 Jahren hat es unter den Sith keinen Captain mehr für irgendetwas gegeben und keine Gefährte größer als die Gornix-Schalen-Pontons, mit denen die Bauern auf den Flüssen unterwegs waren. Man war stets davon ausgegangen, dass derjenige, der sich eine Methode einfallen ließe, das Meer zu überqueren, auch die Ehre haben würde, die Expedition anzuführen. Doch jetzt, mit fast 50, wusste Edel sich glücklich zu schätzen, es endlich geschafft zu haben. Immerhin war er ein junger Mann gewesen, als diese Mission ihren Anfang nahm. Schlank, mit unverbrauchtem Gesicht und sorgsam frisiertem blonden Haar hatte er dem goldenen Schicksal angehört, vor der Krise die vorausschauendste Fraktion des Stammes. Jetzt gefiel ihm der Gedanke, immer noch ein junger Mann zu sein, dass er in seine Gesichtszüge hineingewachsen war und als Chefingenieur ihres Reichs eine schmissige Gestalt abgab. Allerdings war er in den letzten 10 Jahren beinahe an der Frage verzweifelt, ob es ihm je gelingen würde, sein Ziel zu erreichen. So vieles war schiefgegangen. Das Problem war die Entfernung. Die Keshiri, auf die Korsin gestoßen war, lebten auf Keshtar, einem einsam im Ozean liegenden Kontinent. So hatten die Keshiri Keshtar beschrieben und bei ihren eigenen Reisen waren die Sith zur selben Überzeugung gelangt. Allerdings war ihr kollektives Wissen um die Landkarte von Kesh von einem entscheidenden Faktor eingeschränkt worden, von der Ausdauer eines Uwaks. So wie die Neshtovar es vor ihnen getan hatten, unternahmen die Sith von Keshtars Ufer aus zahlreiche Erkundungsflüge. Jene davon, die zurückkehrten, berichteten von Meer in jeder Himmelsrichtung, ohne irgendwelche Inseln, auf denen man hätte zwischenlanden können. Nicht weit unter den Wellen waren Riffe zu erkennen. Womöglich hatte es hier irgendwann einmal sogar festes Land gegeben. Doch falls es hier einem Reiter tatsächlich gelungen war, den Ozean auf einem Uferrücken zu überqueren, hatten sie nie etwas davon erfahren. Natürlich wussten die Sith, dass ihre Welt rund war. Und zu dieser Erkenntnis waren selbst die einheimischen Keshiri schon von ganz allein gelangt. Allerdings schien es, als gäbe es auf Kesh nichts weiter als Keshtar. Die große Karte, die Großlord Korsin unter dem Tempel verwahrt hatte, hatte sie nicht bloß eines, sondern gleich zweier Zweifel beraubt. In Wahrheit gab es mehr Land, und zwar eine Menge mehr. Allerdings zeigte das Schaubild auch, wie weit weg es war. Enttäuschend, verzweifelt weit weg. Die westliche Route war zwar kürzer, kämpfte jedoch gegen die Luftströmungen an. Ostwärts war die einzige Option. Jetzt gab es in Tarf wieder einen Großlord und Edel war bereits seit dessen Zeit als Kurator des Palastmuseums mit dem älteren Mann befreundet. Warner Hills war kein Mathematiker, aber er schätzte und beschäftigte Leute, die es waren. Und als Jugendlicher hatte Edel viele Tage damit zugebracht, zusammen mit ihnen die Bautechniken der großen Gebäude zu studieren. Als dann schließlich die Erneuerung begann, hatte Hills Edel den Auftrag erteilt, das Transitproblem zu lösen, und zwar dauerhaft. Eine einzige Reise war nicht genug. Womit auch immer sie die Entfernung zu dem anderen Kontinent zurücklegen sollten, es musste replizierbar und tauglich für die Massenfertigung sein. Korsin hatte ihnen gezeigt, dass der andere Kontinent bewohnt war. Der Erkundung sollte die Besatzung folgen. Jahre des Experimentierens nahmen ihren Lauf. Boote kamen nicht in Frage. Keshtars Dschungelwälder lieferten nichts, das der rauen See trotzen würde.
Zwar gab es jede Menge Hiyabo-Pflanzen, doch ihre Triebe genügten kaum, um die Kashiri-Bauern vor Regen zu schützen. Sie hielten dem Druck, dem ein Schiffsrumpf ausgesetzt war, nicht stand. Wosso-Holz und die wenigen anderen Harthölzer weit aus dem Inland hatten eine zu große Dichte, um zu schwimmen. Andere Holzsorten waren zu gummihaft. Edel verbrachte das zweite Jahrzehnt seiner Arbeit damit, diese Materialien zu studieren, in der Hoffnung, etwas zu finden, das die Reise ermöglichen würde. Ein Fehlschlag folgte dem anderen und viele seiner Helfer wurden seiner mit der Zeit überdrüssig und entwickelten sich zu Rivalen, die ihre eigenen Pläne erproben wollten. Hilz hatte ihn zu einem der jüngsten Hochlords in der Geschichte gemacht, um sicherzustellen, dass er vollen Zugriff auf sämtliche verfügbaren Ressourcen hatte. Doch Edel hatte keine Zeit für Hofpolitik oder für eine Familie. Er weigerte sich aufzugeben. Seine Vorfahren hatten die Sterne bereist. Die Macht war imstande, die Gesetze der Natur aufzuheben. Da sollte es einem wahren Sith doch wohl gelingen, eine planetare Pfütze zu überqueren. Die Lösung, die ihm am Ende in den Sinn kam, hatte mit Ingenieurskunst nur noch wenig zu tun und ähnelte den Augen seiner Kollegen eher Alchemie. Vielleicht war es das auch. Die heißen Spalten der Sessalspitze stießen eine Reihe giftiger Gase aus, darunter auch Methan. Mithilfe von Glasbehältern, die Kashiri-Handwerker angefertigt hatten, fingen Edel und sein Team Methan auf und verwendeten einen einfachen Wasserkatalysator, um daraus Wasserstoff zu isolieren, das leichteste aller bekannten Elemente. Nachdem die Massenförderung gewährleistet gewesen war, hatte Edel Konstruktionen entwickelt, die das Gas in der Luft halten würden. Diese Aufgabe kam einmal mehr den Kashiri-Handwerkern zu, die einen erstaunlich dünnen Eindämmungsstoff kreierten, der sich unter Druck versteifte. Edels Entwurf der aufsteigenden Glocke erwies sich als der stabilste. Dem fügte er noch eine aus mehreren Lagen geflochtene Jabus bestehende Gondel hinzu, die gerade stark genug war, um das Gewicht der Besatzung und ihrer Vorräte zu tragen. Das, was nicht auf Wasser treiben sollte, würde in der Luft schweben. Seit er so weit gekommen war, waren 3 Jahre vergangen und dann hatte sich erneut Verzweiflung breit gemacht. Es gab keine Möglichkeit, die Richtung des Luftschiffs zu kontrollieren, wenn man die Ballons all den heftigen Launen der Ozeanwinde aussetzte. Der Strahlstrom hier in Kess südlicher Hemisphäre konnte sich als beträchtliche Hilfe erweisen, doch ob er sich beherrschen ließ, vermochte niemand zu sagen. Im Süden konnte eine Veränderung in den Launen der Sessalspitze und andere Vulkane ein Fluggerät überall hinschicken. Manchmal trugen die Südströme Reiter höher und immer höher hinauf, vermutlich um sie erst wieder freizugeben, wenn sie keine andere Chance mehr hatten, als auf dem mächtigen Polareis ihr Ende zu finden. Und weiter nördlich bescherte die Äquatorialroute Reitern bei Flaute einfach bloß einen feuchten Tod. Oder zumindest gingen sie davon aus, da niemand je von einem der Aufklärungsflüge zurückgekehrt war. Endlich, früher in diesem Jahr, als seine Gegner gegen die übermäßigen Kosten protestiert hatten, die er verursachte, hatte Edel eine Offenbarung gehabt. Das Schiff musste nicht kleiner, sondern vielmehr größer sein. Mindestens groß genug, um das Gewicht von 3 oder mehr Uwaks zu tragen, die an Achtern in Haltegeschirren hingen, unter dem Kiel der Gondel. Kein Uwak war imstande, das Meer aus eigener Kraft zu überqueren, ohne müde zu werden. Doch wenn sie in der Luft getragen wurden, konnten sich die Tiere ausruhen, gefüttert werden und sogar schlafen, wenn sie nicht gebraucht wurden. Wurden sie gebraucht, erzeugten ihre schlagenden Schwingen genügend Triebkraft, um die Richtung zu kontrollieren. Vorausgesetzt, dass der Pilot, der ihnen zugeteilt war, die Windmuster richtig einschätzte. Edel ging zur rechten Seite der Gondel und blickte durch die Dunkelheit zu einer der blökenden Kreaturen hinab, die sich in einem gerüstartigen Geschirr auf und ab bewegten. Die Tiere waren so verwirrt über ihre missliche Lage wie immer, schlugen jedoch auf Befehl mit den Schwingen. »Sieht so aus, als würde Steuerbord seinen Teil leisten«, meinte Edel. »Wie macht sich Backbord?« »Backbord ist zufrieden und gefüttert«, entgegnete Pepin in Purcell Union, die Uwak-Pflegerin und Pilotin der Kentra. »Sagt ihr einfach, wo ihr hin wollt.« Der Captain lächelte. Die Uwaks würden sie tatsächlich über den Ozean bringen, bloß auf eine vollkommen andere Art und Weise, als irgendwer sich vorgestellt hatte. Als Edel sich der Mitte des Schiffs zuwandte, spürte er, wie der Wind zunahm. Eine salzige Brise. Durch das kontrollierte Ablassen von Gas sanken sie, seit sie einige Minuten zuvor Land entdeckt hatten. Im Norden sah er ihre beiden Begleitschiffe, identisch mit seinem, aus den Wolken auftauchen. Gut, seine kleine Flotte hatte es geschafft, jedes einzelne Schiff. Die Kendra, die Lilia und die Denitra.
an die Namen der Luftschiffe, die allesamt nach Großlords und Ladies aus der Zeit des Verfalls getauft waren, hatten Edel schier zur Verzweiflung getrieben. Das war eine Tendenz, die sich in letzter Zeit in Großlord Hills Denken zeigte. Sie hatten Jahre darauf verwendet, die Verbindung des Stammes zu seinen Begründern zu erneuern. Jetzt hatte ihr Anführer das Gefühl, dass es nötig war, auch andere Gestalten aus ihrer Geschichte zu rehabilitieren. Selbst jene, die durch ihre Taten oder ihre Untätigkeit ihren Teil zu dem Chaos beigetragen hatten, das nach ihnen kam. Während ihrer lange zurückliegenden Amtszeit war Kendra Kitai nur dadurch in Erinnerung geblieben, dass sie den lokalen Zoo geschlossen hatte. Und dennoch war sie hier, in Form der Specksteinnachbildung einer Frau, die an der Außenhülle der Gondel angebracht war. Die Verzierungen hatten nicht zu Edels Entwurf der Vehikel gehört. Falls das Schiff gezwungen wäre, Gewicht zu verlieren, um an Höhe zu gewinnen, würde die ehrwürdige Lady Kendra als erstes über Bord gehen. Auf den Decks der Lilia und der Danedra flammten winzige rote Lichter auf. Lichtschwerter, die an- und ausgeschaltet wurden. Edel erwiderte das Signal. Sie alle hatten das Land entdeckt und wurden langsamer. Edel kannte die anderen Kapitäne, die für diese Mission ernannt worden waren, nicht sonderlich gut. Noch mehr politischer Blödsinn. Doch sie würden seinem Beispiel folgen. So wie sein Schiff hatten auch die Iren ihre Mannschaft aus jeweils 10 Mann an Bord. Kapitän, Pilot, Hellseher, 5 Krieger und 2 Kashiri-Botschafter. Vertraute lila Gesichter mochten sich als nützlich erweisen, wenn sie mit den Einheimischen in Verbindung treten mussten. Allerdings hatten sie eigentlich nicht vor, auf dieser Reise Kontakt herzustellen. Stattdessen plante Edel eine Luftaufklärung von Groß-Kashtar, nach der sie den Rückflug antreten würden, um den relativ kleinen Ozean zur Westküste seines Heimatlands zu überqueren. Eine größere Streitmacht, die bereits bereit gemacht wurde, würde folgen, sobald sie wussten, dass Corsins Karte kein Hirngespinst war. Was Edel betraf, so war ihm das nur recht. Sollten andere ruhig das Kämpfen übernehmen. Er würde den Ruhm für die Entdeckung einheimsen und mit der Kendra geradewegs nach Tarf segeln, wo all jene, die an ihm gezweifelt hatten, ihn aus dem Abendlicht auftauchen und sehen würden. Es war an der Zeit. Eine dunkelhäutige Frau Mitte 20 meldete sich zu Wort. Soll ich den Eindruck übermitteln, Captain? Nur zu! Edel verfolgte, wie sich Taymor, die Gedankenprojektion durch die Macht besser beherrscht als die meisten anderen Sith, konzentrierte. In diesem entscheidenden Moment versuchte sie lediglich, eine Emotion zu vermitteln. Das Gefühl von Erfolg, von Triumph. Für Machtnutzer war Distanz zwar nicht unbedingt ein Hindernis, doch kein Mitglied des Stammes hatte je zuvor versucht, eine Botschaft um die ganze Welt zu schicken. Jetzt würden sie sich auf einfache Gefühle beschränken. Später hatten sie noch genug Zeit, um mit mehr zu experimentieren. Erledigt, sagte Taymor grinsend, wie um die anderen daran zu erinnern, dass sie soeben etwas Beispielloses für den Stamm auf Kesh getan hatte. Edel verzog das Gesicht und kehrte zum Bug zurück. So war das eben bei den Sith. Jede Zusammenkunft, ganz gleich wie klein und unbedeutend, wurde zum Talentwettbewerb. Mit einem Mal respektierte er Yaro Corsi noch viel mehr als ohnehin schon. Sternenschiffe zu kommandieren, musste ein Albtraum gewesen sein. Kein Wunder, dass der Kapitän auf der Oben eine Privatkabine gehabt hatte. Auf der Reise hierher hatte sich Edel mehrfach selbst eine herbeigesehnt. Noch etwas anderes, woran es der Kendra mangelte, war ein guter vorderer Ausguck, dachte er von neuem, als er nach einem der stabil geflochtenen Lederseile griff, die Gondel mit dem Gasballon verbanden. Für einen wagemutigen Sith wie ihn war es zwar kein Problem, sich nach oben zu hangeln, doch diesen Punkt hat er seiner geistigen Liste künftiger Designänderungen trotzdem bereits zugefügt. Die in Handschuhe gepackten Hände um das Seil geschlossen, begann er sich hochzuziehen, bloß von einem Ruf von hinterrücks aufgehalten zu werden. Captain! Edel blickte im Dunkeln hinter sich und sah Taymor die Stirn runzeln. Was ist los? Hier geht einiges vor, sagte die Telepathin, ihre gespreizten Finger gegen die Schläfen gepresst. An diesem Ort. Jede Menge Emotionen, jede Menge Energie. Ihre Miene verfinsterte sich. Der Captain schnaubte abfällig. Das, was du da aufhängst, kommt von uns, Taymor. Nein, Hochlord, es kommt von da draußen. Sie wies nach vorn. Edel kniff die Augen zusammen. Ich weiß nicht, was du meinst. Er erklomm das Seil und schaute nach vorn. Die Klumpen im Osten waren nicht bloß Inseln, sondern die Spitzen langer Halbinseln, zwischen denen Häfen lagen. Auf verschiedenen Felsvorsprüngen waren Bauwerke zu erkennen, gerade Linien in der milchigen Schwärze.
Als er sich nach vorn lehnte und den Hals reckte, sah er winzige bunte Lichter durch den Nebel schimmern, der über dem Landesinneren hing. Die Lichter flackerten, veränderten sich und erloschen. Wo sind die hell erleuchteten Städte, von denen Yaru Korsin berichtet hat? Im Wind schwankend versuchte Edel, sich auf die Macht zu konzentrieren, um zu sehen, ob er irgendetwas von dem wahrnehmen konnte, was Thelma gespürt hatte. Er fühlte bloß Anspannung, Besorgnis, Erwartung und Aufregung, allesamt Emotionen, die genauso gut von seinen Engagierten des Schiffskameraden stammen konnten, wie von anderswo. Er schaute zu seiner Mannschaft hinunter. »Es gibt nichts, worüber wir uns Sorgen machen!« Krabum! Plötzlich loderte hinter Edels Schulter ein Blitz auf. Einen Kilometer weiter nördlich explodierte die Lilie am Himmel. Vorübergehend geblendet wäre Edel das Seil beinahe aus den Fingern gerutscht. Der Captain fing sich, schwang herum und mühte sich zu erkennen, was passiert war. Der Gasballon der Lilia war komplett durch eine stetig wachsende Flammenblüte ersetzt worden und die Gondel war nirgends zu sehen. Alles stopp! Ebenfalls an Backbord, aber näher bei der Kendra, schwankte die Dan Itra und drehte bei. Edel fühlte ebenfalls einen Ruck, als die Steuer-Uwaks der Kendra beschlossen, dass sie irgendwo anders hin wollten. Pepin, bringen Sie diese Tiere unter Kontrolle! Das Luftschiff erbebte. Edels Schiffskameraden sprangen von ihren Posten auf. Einige versuchten dem Navigator zu helfen, während andere die Explosion anstarrten, die sich jetzt in einen heißen Ascheregen verwandelt hatte, der auf den Ozean tief drunten herniederging. Edels Gedanken rasten. »Das sind bloß Blitze!« rief er. Jeder von ihnen wusste, wie flüchtig der Wasserstoff war. Elektrische Entladungen waren stets eine Gefahr. Er dachte an die Böe, die er gespürt hatte. Er konnte nicht erkennen, dass sich hier ein Sturm zusammenbraute. Vielmehr schien es etwas mit dem näherkommenden Land zu tun zu haben und dem hiesigen Wetter. Genau aus diesem Grund waren sie mit 3 Schiffen gekommen. Er atmete tief durch und einen Moment lang fühlte er sich besser, bis er erneut nach unten schaute und das gleißend helle, lodernde Geschoss sah, das vom Land aus in einem steilen Bogen in die Höhe sauste. 3 Meter lang, mit brennender Spitze, zischte der schwarze Speer auf die Dan Itra zu. Krabum! Diesmal schloss Edel die Augen, doch die überhitzte Druckwelle schleuderte ihn von seinem Ausguck. Der Hochlord stürzte unbeholfen aufs Deck. Sein rechtes Knie krachte geradewegs durch die oberste Schicht des Yabo-Bodenbelags. Jetzt rotierte die Kendra. Die Seile, die die Gondel mit dem Ballon verbanden, spannten sich. Während sich Edel aufzurappeln versuchte, hörte er den Uwak-Schrei. Nein, nicht den des Uwaks der Kendra, wie er sah, als er die Brüstung erreichte. Am Himmel unter ihnen trudelte die beschädigte Gondel der Dan Itra unkontrolliert und sich überschlagend in die Tiefe, der bei ihnen ein abgerissener Teil der Außenhülle beinahe gemächlich durch die tosende Wolke nach unten folgte. Edel kletterte halb über das Geländer und schrie der Mannschaft der Dan Itra durch die Macht zu, dass sie abspringen soll. Doch alles, was er sah, war ein weiterer vom Boden abgefeuerter Speer, der das wild trudelnde Wrack mitten in der Luft traf und es in Stücke riss. Als Edel den Tod seiner Sith-Gefährten spürte, gewahrte er noch etwas anderes. Die Macht war gegen ihn eingesetzt worden. Das war die einzige Erklärung für diese gezielten Schüsse. Doch wer hatte je von machtnutzenden Kashiri gehört? »Herr Captain, jetzt feuern Sie auf uns!« Unter ihnen schien die Luft selbst zu kreischen. Der Captain umklammerte die Reling und fluchte. Dies war fürwahr ein historischer Moment. Genau wie Yaru Korsin hatten Edel, Frey und seine Sith zum ersten Mal Kontakt mit den Einheimischen eines neuen Kontinents. Aber dieses Mal waren die Einheimischen stärker.